Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zu meinem ersten Chessbase-Video. Dieses Video ist im 60-Minutes-Format und das ist ein ganz besonderes Format und ich habe lange überlegt, welches Thema ich vorstellen möchte, welches Thema da gut reinpasst und ich bin mit meiner Wahl eigentlich sehr zufrieden. Weil das, was ich euch sagen möchte, ist E4, C5, Springer F3, D6, D4, C-Schlag D4, Dame-Schlag D4. Und die Variante hat viele Vorteile. Zum Beispiel deckt ihr ganzes Repertoire nach zweitens D6 ab. Weiters ist die Variante aber noch immer relativ selten und eine gute Chance, den Gegner zu überraschen, weil Springer D4 ist natürlich der Zug, der viel öfter gespielt wird. Aber obwohl das noch eine Überraschung ist, ist es momentan hochmodern und wird von vielen Top-Spielern gespielt. Von Aronian, von Hare Krishna, vom Weltmeister Magnus Carlsen. Also wir haben einige super Spieler, von denen man lernen können, wie man die Variante spielt. Was auch noch ein Pluspunkt ist, dass man sie in unterschiedlichen Weisen interpretieren kann. Der Aronian spielt die Variante ganz anders als der Hare Krishna. Und ich werde beide Varianten vorstellen. Also man kann dann ein bisschen wechseln oder sich für die entscheiden, die einen persönlich sympathischer ist oder mehr anspricht. Und der letzte große Vorteil der Variante ist, es geht nicht so sehr um konkrete Züge wie um Pläne. Also es ist viel mit Plänen, mit Ideen verbunden. Und das ist, erstens ist es immer angenehmer, eine Variante zu spielen, wo man sich nicht nur auf sein Erinnerungsvermögen verlassen muss. Andererseits im 60-Minuten-Format ist das natürlich auch ideal, wenn man mit ein paar Plänen und ein paar Ideen sofort den Kern der Stellung erkennt. In dem Sinn freue ich mich schon, mit euch da in die Varianten von Dame D4 einzutauchen. Bis zum nächsten Video.